Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Angespielt auf meinem Kanal. Wir wollen uns heute mal Monster Hunter Now ansehen, kostenlos verfügbar für Smartphones, für iOS und für Android-Geräte. Und Niantic hat ja in letzter Zeit einige Titel released, neben Pokémon Go wäre da noch Pikmin zu nennen oder wie das heißt. Das ist so ein Tamagotchi Pokémon Go, ich weiß es nicht genau. Außerdem hat man mit The Witcher rumprobiert. The Witcher war aber nur relativ kurze Zeit am Markt. Ich habe das auch kurz angespielt, war nicht schlecht, aber habe dann auch relativ schnell das Interesse verloren. Dann gab es Harry Potter, wenn mich nicht alles täuscht. Gibt noch ein Spiel von Google irgendwie, habe vergessen, wie das heißt und weiß gar nicht, ob das noch läuft. Und jetzt gibt es eben auch Monster Hunter Now. Das ist relativ einfach gehalten, finde ich. Wir sind hier auf der allgemeinen Oberfläche. Die können wir zoomen, rein und raus, und wir können uns bewegen. Also es ist ein AR-Spiel, genau wie Pokémon Go. Und ich bin in der kurzen Zeit, in der ich gespielt habe, so 3-4 Wochen sind das etwa, schon relativ weit gekommen. Ich bin auf Stufe 29, das ist mein Profil. Ja, hier im Profil habt ihr Jagdgruppen, da könnt ihr euch mit Freunden zusammenschließen. Ihr habt ein Monsterhandbuch, große und kleine Monster. Ihr habt Jägermedaillen, ihr könnt euer Aussehen verändern, wenn ihr das möchtet. Aber ich bin eigentlich ganz zufrieden. Darüber hinaus gibt es eine Objekttruhe. Das ist euer Zeug, was ihr gesammelt habt. Das braucht ihr, um eigene Rüstung und eigene Waffen herzustellen. Denn im Gegensatz zu anderen Spielen muss man die Dinge selber schmieden. Ich tappe hier mal auf Ausrüstung und da könnt ihr euch durch die verschiedenen Waffen klicken. Da gibt es einiges. Und dann gibt es dementsprechend auch verschiedene Rüstungen. Lederset, Jagra-Set, Kulu-Set etc. Das mache ich auch immer wieder mal, dass ich mir das ansehe. So, wir zoomen mal ganz nah hin. Schaut mal, mein kleiner friedlicher Begleiter hier neben mir, das ist Palico. Der sammelt für mich Zeug. Ich leere mal dem seinen Beutel. Das kommt jetzt bei mir ins Inventar. Und sobald wir uns irgendwo bewegen, wo einfach so Kräuter rumstehen oder sonstige Sachen, Mineralien abzubauen sind, sammelt er automatisch für uns die Dinge ein. Das ist eine gute Idee, das ist ziemlich cool. Dann gibt es hier noch Farbbälle, damit werden verschiedene Monster markiert, das erkläre ich vielleicht später nochmal. Objekte, Tränke, Erkundungströpfchen und vieles mehr. Es gibt einen Laden, in dem man natürlich Geld ausgeben kann. Und wir kriegen auch ein tägliches Vorratsobjekt, nämlich ein Erste-Hilfe-Set, das ist ganz praktisch. So, dann haben wir Quests, wir haben Aufgaben und zwar gibt es eine Story. Ich befinde mich in Kapitel 7. Für das Abschließen dieser Story-Quests gibt es Erfahrungspunkte und wir haben jetzt verschiedene Dinge, die wir hier sammeln müssen. Erlange seltsame Monsterspuren an einem Förderplatz-Sammelpunkt. Erlange ein großes Monster, erlege ein Monster. Wenn wir diese Quests erfüllt haben, dann geht es weiter in der Story. Und dann haben wir noch ein tägliches Quest. Erlege ein Monster mit diesem Waffentyp Großschwert. Erlege Großjagras. Ich glaube, das mit dem Großschwert machen wir mal als erstes. Wir wechseln also die Waffe von der Jagras-Schneide, die ich im Moment ausgerüstet habe, zum Großschwert. Ich glaube, das ist das Schmetterschwert. Einfach ausrüsten. Und dann können wir hier mal so einen kleinen Gegner angreifen. Das sieht ganz nice aus. Die Animation, die Geräusche. Weiß nicht, ob ihr das gerade hört. Das ist jetzt im Moment nicht so wichtig. Erlege ein Monster. Die Quest habe ich gleich zweimal und erlege Monster mit dem Waffentyp Großschwert. Die Quest habe ich nur einmal. Und wenn die Quest abgeschlossen ist, dann werde ich das Schwert wieder wechseln und mich den größeren Monstern zuwenden. Vorher hole ich natürlich die Belohnung ab. Das sind jeweils immer Erfahrungspunkte, Gold und auch mal ein paar Ressourcen. Als nächstes soll ich Großjagras erledigen. Wir müssen eh große Monster erledigen. Also mal schauen, was hier so kreucht und fleucht. Beziehungsweise was ich mit dem Farbball so alles markiert habe. Denn der kleine Begleiter, der markiert auch Monster. Jetzt müsste ich die Jagras-Schneide wieder ausgerüstet haben.
Und dann schauen wir mal, was der uns so markiert hat. Groß Jagras zum Beispiel hier. Da klicken wir einfach auf die Jagd, obwohl das Monster vielleicht gar nicht in der Nähe ist. Dann auf Solo-Jagd, ich bin in keiner Gruppe. Und dann können wir ausweichen den Monster, indem wir nach rechts oder links schweifen. Und dann müssen wir immer wieder angreifen und gut machen. Ja, man muss ehrlicherweise sagen, dass man wiederholt sich, wirklich abwechslungsreich ist das nicht. Es geht jetzt einfach darum, die Quest zu erledigen, Erfahrungspunkte zu sammeln, wieder im Rang aufzusteigen, dann kommen wieder größere Monster, was uns dazu zwingt, die Rüstung und die Teile zu verbessern. Ich vermute auch, dass man irgendwann Geld ausgeben muss, um weiterzukommen. Wir können natürlich auch Monster auf der Karte direkt anklicken. Im Moment jagen so Monster zwischen denen, die keinen Stern haben. Leider haben wir gerade angeguckt, ich habe das selber gesehen. Und ich habe von Monster mit bis zu 4 Sternen gezogen, Längen und 14 Haare. Das ist auch Spezialfähigkeit, die man Angriffe mal benutzen kann, ziemlich gut haben. Im Wesentlichen war es das schon, also viel mehr ist das Spiel nicht. Es macht Spaß, ist so ein schönes Nebenher-Spiel. Ich habe vor kurzem erst mit Pokémon Go aufgehört. Ja, und wenn man so am Bahnhof steht und auf den Zug wartet, dann ist das unter Umständen ganz nett, sowas zu spielen. Und darum spiele ich es auch im Moment. Ich kann auch nicht sagen, ob mich das Ganze hier langfristig beschäftigen wird. Wie gesagt, im Moment finde ich es ganz gut, unterhaltsam, aber jetzt auch nicht besonders tiefsinnig. So, das Quest des Tages ist abgeschlossen. Jetzt gibt es quasi nur noch das normale Quest und der Standort, an dem ich mich hier befinde, der ist halt begrenzt. Deswegen kann ich jetzt hier auch nicht mehr allzu viel machen in diesem Video. Ich denke, ihr hattet einen kurzen Einblick in das Spiel Monster Hunter Now. Guckt euch das mal an, wenn es euch interessiert. Wie gesagt, ich finde es ganz unterhaltsam. Es gibt verschiedene Biome. Wir sind hier im Sumpfbiom und wir können uns auch andere Biome anschauen und was wir dort so für Monster gefunden haben. Ja, und dann könnte ich natürlich hier nochmal auf meine Markierungen zugreifen. Das hilft mir jetzt auch nochmal, das ein oder andere Monster zu erledigen. Wenn ich auch Energie bzw. Hitpoints habe. Dann haben wir auch noch erste Hilfe, also. Ich kann noch zwei große Monster auf die Schnelle töten, um dieses Quest hier abzuschließen. Und um im Level aufzusteigen, wobei das will man gar nicht unbedingt, weil dadurch werden die Monster immer stärker. Das ist das neue Level, Level 30. Und das Quest werde ich hier wohl auf keinen Fall noch abschließen können. Es gibt eben auch Objekte wie diese Farbtröpfchen bzw. Erkundungströpfchen, die steigern die Zugriffsreichweite um mich herum. Das heißt, da kann ich dann auf einen größeren Radius zugreifen. Das sparen wir uns jetzt aber an der Stelle. Ja, und dann sind wir eigentlich auch schon wieder durch. Ich wollte euch das einfach mal kurz zeigen hier. Was haltet ihr davon? Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns hoffentlich demnächst in einem anderen Video wieder auf diesem Kanal. Bis dahin. Macht's gut, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.